Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Kürze neue Infos zu Lego Star Wars die Skywalker Saga bekommen, steigt immer mehr und auch der Release-Zeitraum ist ja mittlerweile auf so April, Mai eingeschränkt und neben den Story-Leveln, die ja bis jetzt eigentlich bei den Lego Star Wars Spielen ja eigentlich der einzige Hauptaugenmerk war, wird es ja jetzt auch in der Skywalker Saga eine riesige Open World geben, die dann natürlich gleichzeitig auch so als Hub dient, von wo aus man eben die Story-Level starten kann. Von denen soll es ja pro Episode 5 Stück geben, macht also bei den neuen Star Wars Filmen insgesamt 45 Story-Level und die sollen alle so eine Spielzeit von ca. 10 bis 15 Minuten haben. Das heißt, allein schon nur die Story wird dann um die 10 Stunden dauern und dann kommt eben nochmal die Open World obendrauf. Bleibt also jetzt nur die Frage, wie groß wird die Open World in Lego Star Wars werden? Wie viel Spielzeit gibt sie zu den Story-Leveln nochmal hinzu und was kann man überhaupt alles erleben? Es gibt zumindest zu der Größe leider noch keine offiziellen Infos, aber eben anhand der bisherigen Infos aus den Interviews, Artikeln, Trailern und so weiter kann man auf jeden Fall schon mal ein wenig spekulieren, was uns da alles erwartet und vor allem auch, wie groß das Ganze werden kann. Bevor wir aber reingehen, noch kurz ein bisschen Werbung. Neukunden bekommen im Moment bei Audible den ersten Monat kostenlos, Prime-Mitglieder sogar die ersten 2 Monate kostenlos. Bei Audible könnt ihr euch ja jeden Monat ein Hörbuch kostenlos aus über 200.000 aussuchen, darunter auch viele zu Star Wars, die es da gibt. Das heißt, ihr bekommt ein kostenloses Hörbuch, könnt dann einfach euren Probezeitraum wieder kündigen und behaltet das Hörbuch dann sogar auch für immer, auch wenn ihr dann gar kein Kunde mehr bei Audible seid. Und das Beste ist, wenn ihr dafür den ersten Link in der Beschreibung nutzt, bekomme ich dafür eine kleine Provision, ihr ein Hörbuch gratis und bezahlt dabei keinen einzigen Cent mit dem ersten Link in der Beschreibung. 24 Planeten wird es ja geben mit insgesamt 28 einzigartigen Locations, also wenn man dann noch sowas wie den Todesstern oder die Sternzerstörer da hinzuzählt. Und hier könnt ihr euch eben je nach Charakter frei bewegen. Zum einen natürlich abhängig von wem das Gebiet kontrolliert wird. Wenn ihr da mit Obi-Wan durch einen Sternzerstörer oder sowas läuft, ist ja klar, dass ihr da angegriffen werdet oder nicht unbedingt in jeden Raum rein könnt. Und zum anderen eben aber auch, um einfach in bestimmte Bereiche zu gelangen oder auch als zum Beispiel Jedi oder halt eben als Machtnutzer die Umgebung zu verändern und damit halt eben dann neue Bereiche auf diesem Planeten freizuschalten. Ein Event in der Open World wären da zum Beispiel die Quests, also eigentlich ganz normale Nebenmissionen, die ihr dann einfach beim Erkunden der Open World annehmen könnt. Ein Beispiel, beziehungsweise sogar, ich glaube, das einzige Beispiel, was wir hier haben, ist noch aus der E3-Demo von 2019. Da war es nämlich ein Gong-Druide gewesen, als man von Lukes Farm zur großen Grube von Kakun, also zum Sarlacc gefahren ist, welcher dann einem eine Escort-Mission durch die Wüste von Tatooine angeboten hat. Ihr könnt auch mehrere solcher Missionen dann gleichzeitig annehmen und nacheinander abarbeiten und es soll auch größere Quests geben, die dann aus mehreren kleineren bestehen. Es wird natürlich auch Lego-typisch natürlich auch ein paar verrücktere Missionen dabei sein. Dann soll es auch noch Challenges als Events geben. Auch hier wieder nur mit einem einzigen Beispiel, nämlich die Schmugglerrennen, die hier angesprochen wurden. Man kann ja auch den Weltall rund um einen Planeten erkunden, der kommt ja auch nochmal zur Open World dazu. Und so ja auch zum Beispiel in zufällige Kämpfe kommen, zu denen kommen wir gleich aber auch noch. Und man kann eben auch bei den sogenannten Schmugglerrennen teilnehmen. Was man da genau machen muss, abgesehen davon, dass es eben ein Rennen ist, wurde leider auch hier nicht im Detail durchgesprochen. Ich denke aber auch, dass man zum Beispiel auf Tatooine oder auch woanders man jederzeit bei einem Podrennen oder sowas mitmachen kann und dafür dann eben belohnt wird. Was wäre aber ein Lego-Spiel ohne Collectibles, nämlich die Kyber-Bricks, die über die ganze Open World verteilt sind und eben darauf warten, von euch gefunden zu werden. Also das wird auch wieder bei dem Lego Star Wars Spiel dabei sein und einen Teil in der Open World spielen. In einem Interview war auch mal die Rede von Items, die man finden kann, also Plural. Das könnte wiederum mit dem neuen Upgrade-System zu tun haben, von dem wir leider aber auch nicht allzu viel wissen. Also man soll halt eben seine Charaktere und ich denke bestimmt auch mal seine Sternjäger und Speeder oder insgesamt eben seine Fahrzeuge alle verbessern können. Und das könnte bei den Sternjägern andere Blaster oder Schilde sein und bei den Lichtschwerthelden neue Machtfähigkeiten darstellen. Und vielleicht kann man eben diese Upgrade-Items auch irgendwie in der Open World finden, die sind dann irgendwie versteckt oder man wird mit Upgrade-Punkten dann eben bei den Quests belohnt. Außerdem soll man auf diese Art und Weise, also durch die Quests und Challenges, auch bestimmte Charaktere freischalten. Da war, glaube ich, im letzten Interview auch die Rede sogar von über 800 Charakteren und dann über 500 von denen sogar spielbar. Also erscheint in der Zeit, wo sie das Spiel verschoben haben, auch nochmal bei den Charakteren was dazugekommen zu sein. Und das wird wahrscheinlich auch hier bei der Open World, bei den Open World Elementen der Fall sein. Da könnte ich mir vielleicht vorstellen, also jetzt wie man Charaktere freischaltet, dass man da irgendwie vielleicht jemanden befreien muss oder so und dann ihn halt eben spielt oder ihn halt eben dann freischaltet, dass man ihn ab sofort spielen kann. Und dann gibt es ja auch noch die Dogfights und die ganzen zufälligen Begegnungen im Weltall, wobei ich mir auch hier wieder vorstellen kann, dass sowas natürlich auch auf dem Boden passieren kann. Warum sollten so zufällige Fights nur im Weltall passieren? Das kann natürlich auch irgendwie auf dem Planeten stattfinden. Im Weltall gibt es zumindest 2 Formen von diesen zufälligen Ereignissen.
die einfach so, während ihr in der Open World herumrennt oder herumfliegt, besser gesagt, passieren können. Nämlich einmal ganz normale Dogfights, also dass dann, je nachdem in welchem Zeitalter ihr euch befindet, dann TIE Fighter gegen X-Wings kämpfen und ihr euch dann frei entscheiden könnt, ob ihr da jetzt Bock drauf habt, ob ihr da mitmachen wollt oder halt eben einfach vorbeifliegt und euer Ding dann durchzieht, was ihr eben vorhabt. Und die zweiten, etwas größeren Ereignisse wären dann, wenn ein Großkampfschiff, wie zum Beispiel ein ganzer Sternzerstörer, plötzlich aus dem Hyperraum auf euch zufliegt. Und auch hier könnt ihr euch natürlich dann erstmal entscheiden, hier will euch das Spiel gar nicht irgendwie was aufzwingen oder so, könnt ihr euch auch wieder entscheiden, ob ihr Bock habt oder ob ihr kämpfen möchtet. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, den Sternzerstörer anzugreifen, werdet ihr zum einen von TIE Fightern angegriffen, die dann aus dem Sternzerstörer rausfliegen. Und ihr könnt euch dann nochmal entscheiden, ob ihr die kritischen Systeme zerstört und damit den Sternzerstörer insgesamt direkt zerstören möchtet. Oder aber ihr könnt auch nur die Schilde deaktivieren und dann kapert ihr den Sternzerstörer von innen. Ihr kommt also dann wirklich in den Sternzerstörer rein und spielt dann eben euren Charakter innerhalb vom Sternzerstörer und zerstört dann den von innen. Und dann können aber auch noch Kopfgeldjäger hinter euch her sein und euch durch die ganze Galaxis jagen. Also ihr seht, das Ganze scheint sehr detailliert und vor allem auch sehr komplex aufgebaut zu sein. Und das sind ja auch jetzt nur die Events, die bis jetzt bekannt sind. Da wird auf jeden Fall bestimmt noch mehr kommen. Deswegen abschließend würde ich einfach jetzt mal schätzen, einfach mal spekulieren, dass wir mindestens nochmal, mindestens genauso viel Zeit wie in den Story-Levels in der Open World verbringen können. Es wird halt eben das größte Lego-Game aller Zeiten, aber ohne genauere und vor allem ohne offizielle Infos ist das jetzt natürlich etwas schwierig zu spekulieren, vor allem weil auch die Planeten ja jetzt nicht alle gleich groß sein werden, also auf Dagobah oder so wird definitiv weniger los sein und weniger zu entdecken sein als jetzt auf Coruscant oder auf Tatooine. Aber wie schon gesagt, da wird auf jeden Fall noch mehr an den Questtypen und Aktionen geben, die zum einen jetzt noch gar nicht vorgestellt wurden und zum anderen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass eben in den ja, anderthalb Jahren, glaube ich schon, zusätzliche Entwicklungszeit noch mehr einfach dazugekommen ist. Und da die Open World auf jeden Fall eine mindestens genauso große Rolle einnehmen wird, wie auch die Story-Levels an sich. Aber was glaubt ihr denn? Wie groß könnte die Open World realistisch werden? Und vor allem auch, welche Events findet ihr noch nice für die Open World? Das könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben. Vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und auch ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wenn ihr einmal dabei seid, dann lasst gerne auch noch ein Follow auf Twitch da. Da bin ich jeden zweiten Tag live und da werden wir demnächst auch mit dem Lego Star Wars Playthrough, also mit den alten Teilen, beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.